Numbers ist quasi das Pendant zu Microsoft Excel und somit ein Tabellenkalkulationsprogramm. Die Benutzeroberfläche ist sehr ähnlich wie die anderen Office-Apps von Apple wie Pages und Keynote. Für das vorliegende Projekt erstellen wir eine neue leere Tabelle mit einem Tipp auf dieses Plus. Ich wähle die Vorlage leer. Und was mir hier schon mal nicht gefällt, ist diese eingefärbte Kopfzeile und die Titelspalte. Indem ich auf dieses Formatierungssymbol den Pinsel tippe, kann ich bei Kopfzeile aufs Minus gehen, also 0 Titelzeilen und 0 Titelspalten eingeben, und jetzt bin ich eigentlich soweit. Zuerst tippe ich auf den Namen ganz oben, und hier, das soll Klassenlagerabrechnung heißen. Genauso hier der Titel im Kopfbereich. Um das jetzt nicht mehr abschreiben zu müssen, setze ich das von oben ein. Und dann beginne ich sogleich mit der Eingabe der Daten. Mit einem Doppeltipp in eine Zelle wähle ich jetzt den Textmodus und schreibe hier Einnahmen, und darunter und eine Zeile, eine Spalte versetzt, Schülerbeiträge, dann daneben die Anzahl, das wäre also 19 Schüler, der Betrag wäre 75 und den Gesamtbetrag, den rechnen wir jetzt natürlich nicht mit dem Taschenrechner aus und schreiben ihn einfach rein, sondern wir lassen Numbers rechnen. Hier kommt nun also eine Formel rein. Eine Formel wird immer eingeleitet durch dieses Gleich. Und jetzt, anstatt dass ich die Anzahl Schüler reinschreibe als Zahl, tippe ich in die entsprechende Zelle. Das ist nämlich C3. Und tippe auf das Mal-Symbol und wähle jetzt die Zelle D3. Und wenn ich die Enter-Taste tippe, so siehst du, wird das fertig ausgerechnet. Darunter kommt wieder ein pauschaler Betrag. Hier brauche ich aber keine Formel, sondern einen Text, also private Telefongespräche. Und das sind 21,70, das wieder als Zahl. So, fertig. Was jetzt ein bisschen unschön ist, ist zuerst einmal diese Spalte B. Wenn ich da rein tippe, da haben die einzelnen Einträge gar nicht Platz. Deshalb tippe ich in den Spaltenkopf und kann sie nun in die Länge ziehen, damit es sicher Platz hat. Und bei der Spalte E stört mich damit, dass ich nicht direkt erkenne, dass das eine Währung ist. Deshalb wähle ich wiederum den Spaltenkopf, tippe auf das Pinselsymbol, tippe auf Format und hier auf Währung. Automatisch wird erkannt, dass das Schweizer Franken sind in meinem Land, aber ich könnte das natürlich auch beliebig noch ändern. Und genauso in der Spalte D, auch das ist eine Währung. Nun brauchen wir natürlich noch das Total der Einnahmen. Und das ist wiederum eine Formel. Und zwar ist das die Summe der vorherigen Einträge. Ich tippe auf Summe und kann hier jetzt bequem den Bereich, der zusammengezählt werden soll, auswählen über Enter wird das ausgerechnet. Dasselbe machen wir jetzt weiter unten für die Ausgaben. Ganz bewusst habe ich jetzt zwei Felder noch ausgelassen. Hier käme jetzt wiederum wie oben diese Formel rein, Anzahl Schüler und in diesem Fall natürlich Lehrperson und Begleitperson, also 21 mal dieser Einzelbetrag,
Und anstatt das jetzt beides mal nochmals zu wiederholen, tippe ich, wenn ich einmal ins Feld klicke, auf Füllen und ziehe jetzt einfach nach unten. Das heißt, diese Formel, die ich einmal eingegeben habe, wird nach unten stets wiederholt, aber natürlich mit den entsprechenden Werten in dieser Zeile. So kannst du gerade bei umfangreicheren Zellen eben sehr viel schneller arbeiten. Auch hier wieder brauche ich ein Ausgabentotal und das ist wiederum eine Summe. Hier wird jetzt von ganz oben ausgewählt, das ist weniger günstig, deshalb wähle ich den Bereich präziser aus und mit Enter habe ich nun wieder dieses korrekte Total. Nun nimmt mich natürlich Wunder, wie viel Kosten dann effektiv auf die Schule zukommen. Du siehst aber, ich habe ein bisschen wenig Platz für weitere Zeilen. Ich tippe mal auf Fertig und du siehst unter meiner Zeile 22 dieses Symbol, das so wie ein Gleich ausschaut. Damit kann ich weitere Zeilen einfach mitziehen, hinzufügen. Hier also der Ausgabenüberschuss. Also was bleibt übrig, wenn ich von allen Ausgaben die Einnahmen oben abziehe? Das heißt wiederum eine Formel gleich das Total der Ausgaben minus das Total der Einnahmen. Enter. Und ich bekomme diese Differenz. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel das pro Schülerin ausmacht, so schreibe ich hier wieder den entsprechenden Beschrieb. Und hier wäre die Formel also dieser Ausgabenüberschuss, was also noch übrig bleibt, durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Das schreibe ich jetzt als Zahl rein und dann noch durch die Anzahl Tage, also durch 5. Fertig. Ja, für die Not tut es das. Ich mache es jetzt noch ein bisschen übersichtlicher, beispielsweise indem ich die Schrift noch anpasse. Ich wähle diese Spalte aus und tippe auf Zelle. Das mache ich mal fett. Genauso die Ausgaben, da sehe ich gerade, habe ich einen Schreibfehler gemacht. Die Ausgaben sollen ebenfalls fett sein. Das Total der Einnahmen, das überfahre ich bis und mit Betrag und ebenso fett und als Rahmenstil wähle ich oben und unten eine Linie. Und dasselbe hier unten, fett, oben und unten eine Linie. Du siehst, falls du jetzt noch etwas stärker rausheben möchtest, könntest du auch die Füllfarbe ändern, zum Beispiel ein dunkelgrau. Entsprechend müsste aber natürlich dann die Textfarbe hell sein. Und vielleicht fit. So. Der Titel ist auch noch etwas gar blass. Der soll fett sein und etwas größer. Vielleicht etwa so. Und wenn du jetzt das ganze Blatt noch gestalten möchtest, so tippst du irgendwo rein und wählst Tabelle. Hier könntest du schon Voreinstellungen oder Vorlagen nehmen. In meinem Fall wähle ich Tabellenoptionen und hier blende ich zum Beispiel das Raster aus. Die Schrift könnte man ändern, aber eben auch noch abwechselnde Konturen, um sich besser zu orientieren in der Horizontalen. Und falls du jetzt diese Abrechnung jemandem zukommen lassen möchtest, wie immer das Teilen-Symbol. Du kannst es dann verschicken, Kopie senden oder eben auch in einer anderen App öffnen
um es zum Beispiel auf einem Server abzulegen. Das mache ich mal. Und hier wirst du gefragt, in welchem Format, standardmäßig natürlich das Numbers-Format, für Windows-Nutzer vielleicht eher Excel, oder wenn das nur angeschaut werden soll, genau in deinem Design, dann eher PDF.